Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die Mathilde und ich muss euch was zeigen. Heinrich, folge mir. Meine Kehle ist ausgetrocknet, ich muss trinken. Und zwar, trinken. Es geht um... Oh, ja, Donnerbalken, okay. Uiuiui. Das ist ja das Pusenwunder. Und zwar, Ulrich hat netterweise ja geschrieben, wie ich nachschauen könnte, was mit Rittersporn passiert ist. So, dann gehe ich hier rein und guck mal da, Surprise. Wer da ist. Der Rittersporn. Yay. Alter Hauding, wie geht's, du Knallerbse? Er ist nach Hause geblieben. Yay. Wo ist denn meiner überhaupt? Der steht auch draußen. Kleiner Wurm. Kleiner Wurm. Mein kleiner Kumpel-Rittersporn. Kleiner Wurm. Wo ist mein kleiner Wurm? Du bist kein kleiner Wurm. Wo steht er denn? Ist das mein kleiner Wurm? Ja, hallo, kleiner Wurm. So. Du sollst nicht mit dem Inhalt deiner Hose reden. Oh, oh, oh. Ich sehe gerade, wir haben uns letztes Mal nicht entleert. Oh, oh. Witzig. Ja, ich find's witzig. Wie kann ich denn die Skills von meinen von indem du lange auf E drückst und dann auf E. Ah, Info. Lange auf E. Ich sehe gerade, er war ein Pantherjunges. Oh, noch ein Pantherjunges. Lange ja, auf genau. E. Werte. Da könnten wir ja fast schon Dings machen. So. Da könnten wir noch mal exotisches Fleisch vielleicht holen. Ich glaube, ich mach das mal mit. Mach du mal exotisches Fleisch. Ich muss das Baby wegbringen. Ich muss mich entleeren. Und dann können wir Richtung. Nicht du. Nee. Antworte nicht, wenn ich mit dir rede. Nicht mit dir rede. Ich habe gerade mit wie hieß das klein? Unser kleiner Wurm? Richenza, oder? Egal. So. Ja, unser kleiner Wurm ist Richenza. Also, Stärkebonus 12%, weil ich glaube, das hat Carsten mal sehen wollen. Fernkampfschaden 15%. Was willst du mit Fernkampf, kleiner Wurm? Gesundheitsvitalität da fast 3000. Beweglichkeit und Rüstung 90. Überleben... Überlebensbuff 10. Wollte im Land laufen. Dein Getreue liebt es, Dinge anzuheben und im Nahkampf Schädel einzuschlagen. Das klingt nach einem guten Jungen. Oh, die können bis Stufe 20 aufsteigen und 3 Fähigkeiten freischalten. Habe ich mir das vorher überhaupt mal angeguckt? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Hm, was macht hat ein Rittersporn? Der geht da. Dann folgen wir. Ah, der ist noch nicht so weit. Der ist... Welche Stufe ist der denn? Stärke 3? Der hat noch nichts. Noch nichts? Ja, hey, du also hast ja noch, das noch neu, ne? Er ist schon Stufe 5, aber... erst ab Stufe 10 kommt da ja was Interessantes. Was muss ich hier das Baby abnehmen? Weil ich hole noch Platz hier irgendwo. Genau, also noch kein Fleisch reinmachen. Ich hole exotisches Fleisch. Ja. Ich will nur schon mal reinpacken. Oh, da ist ja schon eine große Miezekatze. Oh, große Miezekatze. Großer Wolf. Hast du gerade einen Wolf eine Miezekatze genannt? So süße Tiere hier. Sind alle du weißt, dass ein Wolf keine Miezekatze ist. Ja, aber die sehen so zum Kuscheln aus. Die wollen gekuschelt werden. Die wollen aus dem Käfig raus, aber das machen wir vielleicht mal wann anders. So, ich möchte ein Nashorn erlegen. Vielleicht nicht unbedingt das Mega-Nashorn. Haben wir den großen Plan überhaupt schon erwähnt, den wir machen wollen? Nö, ich auch nicht. Also wir wollen was lernen, damit wir ein Freudenhaus bauen können. Oder wir gehen auf Schatzsuche. Aber wir gehen auf jeden Fall nochmal in den Dschungel. Ja, ja, ja. Dschungel, Dschungel. Braucht man im Dschungel noch irgendwas zum Bauen? Wir könnten ein bisschen Steine mitnehmen, dass wir sozusagen unseren Kartenraum nochmal, dass wir da Wände nochmal hochziehen, das können. Na gut. Kein Problem. Ein bisschen Steine habe ich noch. Was sind das überhaupt für Rüstungen hier? 210. Oh, hoffentlich stößt mich das Nashorn nicht wieder so blöd runter, dass ich sterbe. Reizest du auf dem Nashorn oder was? Nein, ich will gerade eins erleben. Aber die stoßen einen ja immer so weit. Da
bin ich doch einmal schön in den Tod geflogen. Sah aber schon gut aus. Oh, ich find's immer so geil, wie diese Nashörner fliegen. So, reichen uns 4 exotische Fleisch? Oder soll ich noch mehr holen? Das sollte reichen. Weil wir brauchen das ja hauptsächlich für unsere Panther-Babys. Mhm. Ich habe noch schmackhaftes Fleisch im Angebot, sehe ich gerade. Das kannst du oben in dem Backo, ja, ja. Herd. Genau. Machen wir jetzt ein bisschen Schleimsuppe. Jetzt wird es auch gerade dunkel. Achso, haha. Oh, viel zu tanzen. Ach, du wolltest noch mal gucken, wie es mit Giftpfeilen aussieht. Ja, ich sehe gerade, ich habe noch Herzen, die ich verarbeiten muss, bevor die noch vergammelt werden. Das ist ja ganz schlecht. Besser wäre das. Warte mal, was wollte ich? Ich wollte exotisches Fleisch zu unseren Panther-Babys bringen. Oh, Herzen. Giftpfeile habe ich noch 200 im Angebot. Okay. Soll ich die schon mal einpacken für dich? Ja. Na, zu wenig Äste. Oh, hier ist ein mächtiger Panther. Cool. Ein mächtiger ist dabei? Ja, wir haben einen mächtigen Panther. Das ist Bagheera. Den nehme ich schon mal raus. Jetzt weiß ich auch, was du mit den 2 Katzen meintest. Achso, und einer heißt dann Black Panther. Okay, ich bringe sie mal hoch. Ich habe den Film zwar nicht gesehen, aber... Ich hab den auch nicht gesehen. Das ist, glaube ich, auch nicht schlimm. Man muss ja nicht alles von diesen Comic-Sachen sehen. Außerdem ist Disney das Monsanto der Filmindustrie. Ja. Wobei, jetzt ist es ja nicht mehr Monsanto. Nee, es ist Bayer. Bayer Monsanto. Hat man nicht irgendwie auch eine Kiste für Trophäen? Ah, da. Ah, ich müsste, glaube ich, mal ein paar Trophäen machen. Ein bisschen was? Ich müsste mal ein paar Trophäen bauen. Ja, wir haben so viel davon. Du müsstest auch mal einen Bogen reparieren. Ja, ja. Ich habe das nicht gelernt. Ich kann das nicht. Ach, jetzt habe ich das draußen wieder vergessen. Ich glaube, das Organisieren sollte man doch vorher machen. Ich laufe jetzt hier so ganz viel hin und her, verwirre die Zuschauer. Ich habe keine Ahnung, wie Bagheera richtig geschrieben wird. Das ist bestimmt falsch, aber wir haben unseren mächtigen Fall. Jetzt kommt in die Schatzkammer. Sieht der irgendwie anders aus? Was denn? Fehlen vergessen. Mir fällt gerade auf, dass Black Panther ja eigentlich doppelt gemoppelt ist, oder? Ich weiß nicht, ob das so ein Rassismus-Ding ist. Nee, dass man einen schwarzen Black Panther nennt? Nee, ich find's doppelt gemoppelt, weil Panther schwarz sind. Ja, du, ich hab mir die Namen nicht ausgedacht. Das ist genauso, wie wenn du ein weißes Pferd einen weißen Schimmel nennst. Oder ein Tiger, gestreifter Tiger. Ja, dann musst du die Leute von Marvel fragen. Ja, die sind nicht so intelligent mit der Namensgebung. Das ist mir schon häufiger aufgefallen. Wie? Wo ist dir das denn aufgefallen? Beim Spinnenmann?
Spinnenmann. Feuermann. Feuermann, Ameisenmann. Eisenmann. Alles mit Mann. Da waren ja die Namen bei He-Man noch cooler. Beastman. Bestienmann. Sehr viel besser. Oder The Faker. Wo Skeletor ist cool. Sagt nichts wegen Skeletor. Du, hier, ich habe noch einen Bogen, der müsste so ein bisschen... Ja, pack ihn doch einfach erstmal in die Schmiede-Dingsbums. Hier waren noch Giftpfeile in der Waffentruhe. Ja, habe ich hier. Ich kann sie auch wieder reinpacken. Ich dachte mir, ich nehme sie schon mal mit für dich. So, da hast du Giftpfeile. Jetzt habe ich... Nehme aber erstmal nur 100 mit, weil wir wollen ja erstmal so ein bisschen gucken. Ja, weißt du, ne? Wie es halt immer so ist, ne? Ja, aber dann nehme ich nur 100 mit. Und dann brauche ich noch Bogen für die Giftpfeile. Was brauchen wir nochmal? Nur Wände dann für die, ja? Für den Kartenraum. Oh. Oh. Ja, und Decken natürlich. Ja, weil... Dann lasse ich die Fundamente hier. Ich glaube, meine Spitzhacke lasse ich auch hier. Weil die wiegt ja nicht so viel. So, von mir aus können wir dann... Ja, ich bin aber noch nicht so weit. Ja, ich wollte nur sagen, dass ich dann so weit bin, wenn du meinen Bogen repariert hast. Der hyrkanische Buch? Irgendeinen habe ich da reingeworfen, ich habe nur den einen. Okay, weil der ist ja noch zur Hälfte gut. Ja, aber ich will einsatzbereit sein. Ja, ja, müssen wir da kämpfen oder so? Ich brauche nur ein bisschen Seide. Weil da wir ja als Nahkämpfer nicht geeignet sind. Dafür haben wir Rittersporen, da sinkt sie alle zu Grund und Boden. Ah, ich habe ja Cappuccino. Faszinierend. Sorry. Ah, ist repariert. Okay. Hurra! Ich werde meinen drei Bögen hier. So, ich habe was zu essen. Ich habe Aloe-Extrakt. Mein Bogen was, fertig? Ja. Hast du den wieder in die Schmiede gelegt? Ja. Danke sehr. Das ist ja mein Dankestags. Ja, du kannst wirklich ganz toll mit deinem Arsch wecken. Vor allem in der Rüstung, das ist ja nicht leicht. Sexy aus. Ja, ich. So. So, genau. So. Halt, bevor wir losgehen. Nicht, dass ich mich wieder ärgere, ich repariere noch einmal schnell meinen Leuchtstab. Oder ich nehme was zum Reparieren mit. Ja, das ist ein Leuchtschlamm oder machst du wie ich, nehme einfach noch einen zweiten mit. Ja, kann man auch. Was sind hier über diese magischen... Ne, Leuchte-Exzenz. Kann man die werfen oder was? Ich hab's noch nicht ausprobiert. Eine leuchtende, gummiartige Substanz. Ist eine Zutat. Einfach Zutat, okay. Dann brauche ich damit nicht rumlaufen. Ich dachte, vielleicht kann ich das schmeißen wie eine Granate und dann leuchtet's. So, dann gehe ich nochmal an den Brunnen was trinken. Hast du einen deinen Schlauch gedacht? Ja, habe ich. Ich mache nicht mehr den Fehler und nehme Flaschen mit. Nein. So, dann lasse uns aufbrechen, um ein Freudenhaus zu kriegen. Ah, Zoom funktioniert auch. Wollte ich nur mal testen. Ach ja, ich wollte ja auch mal hier Dingsen Schilder aufstellen. Oh, kann man auf die reiten? Miau! Bagheera hat Eier. Aber keine haarigen Eier. Die wirken aber so, als ob sie kein Fell haben, ne? Oh, Black Panther hat sogar Muster. Hm. Ah, die haben doch Fell in echt, oder?
Ja, natürlich. Aber es sieht ja so nach Haut aus. Vielleicht sind das ja mutierte Panther. Ja, oder vielleicht gibt es im Conan-Universum einfach andere Panther. So, welchen muss ich denn anklicken? Den hier? Da, wo ich stehe. Den hier? Hm. Da ist auch grün, das hätte ich selber noch rausgefunden. Ja, nur weil du den magst. Mittlerweile hast du ja den Teleporter. teleportier, du Sack! Aha. Hallo? Bin ich hier weg? Achso, warte, jetzt muss ich nochmal hier kurz auf meinen N5O5. Also, wir müssen eigentlich... Huch! Hm? Aua! Vielleicht sollten wir hier mal echt Wachen aufstellen. Mm. Ist ja nervig, kommst du an und wirst gleich begrüßt. Ja. So, also. Da. Also wir müssen sozusagen einmal durch die Stadt durch. Wir müssen nach Süden gehen. Warte, ich will nur das Katzenfell mal wegbringen. Wir hatten noch eine Truhe hier, ne? Ja. Ach, da oben. Ja, ich will das Katzenfell nicht, dass es schlecht wird. Oh, ist ja wie bei Tarkov. Du hast eine Truhe in Truhe. Also Tasche in Tasche. Hattest du das nicht letztes Mal schon? Ja, das fällt mir immer wieder auf. Und wir haben noch hier Schlangenpfeile und Leuchteschleim. Wir sind hier gut gerüstet. Da hat sich alles schon mal mitgenommen. Ja, ich pack da nochmal Steine rein. Damit der kleine Wurm wieder seinen Schleim hat. Dann würde ich sagen, gehen wir erst kundschaften und dann gehen wir, können wir noch zum Schluss bauen oder so. Okay. So. Da ist Süden. Da ist Süden. Steht da oben. Das habe ich auf der Karte abgecheckt. Sind Panther vom Aussterben bedroht? Ich glaube nicht. Gut, dann ist das nicht schlimm, wenn wir sie töten. Aber hier kommen die ja immer wieder. Ist ja das Gute. Also hier sind sie nicht vom Aussterben bedroht, das stimmt auch wieder. Genau. Und die mutierten Gorilla müssen wir deswegen töten, weil die normalen Gorilla hier verdrängt werden. Die mutierten Gorilla sind... ja, eingereist oder per Schiffe rübergebracht worden und gehören hier gar nicht her. Sie verdrängen den heimischen Gorilla. Ich laber heute ganz viel Stuss. Woher kommt das? Hm. Was hast du ins Kapo, in den Kapo getan? Verrate ich nicht. So, hier können wir ein bisschen schlachten. Das ist gut für unsere Jungs. Dann können die ein bisschen trainieren. Also sollten wir eigentlich gar nichts machen. Ja, wir müssen einmal irgendwie draufhauen, damit unsere Jungs wissen, dass sie... Oh, das ist ein Gorilla. Nicht den Gorilla. Nicht den Gorilla. Ist das ein richtiger Gorilla? Das sieht aus wie ein richtiger Gorilla. Der schaut mich böse an, der Gorilla. Guck einfach blöd zurück. Wir können hier dran vorbeigehen. So. Einmal durch das Gebäude. Ah, der Gorilla greift mich aber an. Kann man hier runtergehen? Ah, nee, doch nicht, doch nicht. Dies ist ein netter Gorilla. Hier, solche Kackvögel. Schuhschnäbel? Genau. Ah, Drecksvogel. Kleiner Wurm, zerstückel ihn. Rittersporn, hau drauf. Töte dieses Drecksvogel. Oh. Och, Mensch, kleiner Wurm. Sehr erbärmlich. Yay, mein Getreue ist aufgestiegen. So, wir müssen diesen Weg hier weiter nach Süden. Ist noch ein Gorilla. Die lieben es, auf Wegen rumzulaufen. Ein Gorilla. War das nicht irgendwie Rudeltiere oder sowas?
Gorillas, ja. Links ist auch einer. Wir müssen auch nach links jetzt. Dann mal schnell hoch. Hier ist nix. Oh, Gorilla-Arsch. Oh, oh. Ich will dir nicht wehtun. Bist du weggesprungen? Ja, ich bin durchs Fenster, das war aber falsch. Oh, shit, ich mach's auch gerade. Also müssen wir wieder einmal rum, ja? Ja, wir müssen gerade zu durch das Fenster. Dann... Nehmen Gorilla vorbei. EPIA, Spannebacke! Warte mal, so wird was draus. Aua! Ach, es klappt, ohne Gorilla zu töten. Dafür sind hier wieder Schuhschnäbel. Ja, die kannst du töten, die mag ich, die sind scheiße. Sind scheiße, sehen scheiße aus. Ich fand die als Kind immer lustig. Ach, ich weiß nicht. Jetzt hatte ich so, festgestellt, habe, dass sie existieren. Wo könnte es dann sein mit diesem Glauben? Dem Freudenhaus. Oh, was haben wir denn da? Hm? Ein Rehkitz oder so was. Oh, ein grüner. Ändern sich auch die Trophäenköpfe auch, wenn man sie... Nee, leider nicht. Unkreativ. Ey, der hat mich als erstes erwischt. Der kleine Wurm haut hier kaum. Glaub, wir tauschen nochmal die Waffe, du. Ah, da sind die doofen Affen. Wo sind die doofen Affen? Bist du am Fluss weiter oder bist du ins Gebäude reingegangen? Ah, Gebäude. Nee, ich bin... warte. Bin durch das Gebäude gegangen. Ja. Hallo. Dafür musstest du nochmal auf die Karte gucken. Ich wollte gucken, wo du bist. Noch auf der anderen Seite. Aber wenn ich am Fluss lang gelaufen wäre, wäre ich auch zu dir gekommen. So ungefähr. Irgendwo in der Ecke hier muss auf jeden Fall dieses Freudenhaus-Dingens sein. Ist es ein Gebäude oder wieder so ein Geist? Ich habe keine Ahnung. Hey, Mutantos! Geben so viel Fell alle. War da ja auch schon mal. Schmackhaftes Mutantenfleisch. Stimmt, hier waren wir doch mal. Hm. Ich vermute, dass es weiter südlich ist. Also, das ist jetzt so rein aus dem Bauch heraus, ne? Das ist jetzt keine... Ich folge dir. Also den Fluss entlang. Vielleicht ist es da oben. Da stehen noch Leute und beten irgendwas an oder so. Ah, dann könnte das sein. Vor allem, wenn die am Beten sind. Das heißt, wir müssen einen Weg nach oben finden. Ah, du Kackgrünschnabel. Also, ich hoffe, du stirbst aus. Aber nur im Spiel, nicht in echt. Ja, in echt wünsche ich niemandem sowas. Aber in diesem Spiel schon. Zecken. Zecken, ja. Zecken sind widerlich. Irgendwas greift mit Angreifen. Ich hab da oben, ja. Folge mir. Ich rieche den Feind. Menschen. Ich rieche den Feind. Sollte sich mal waschen, der Feind. Oh, was habe ich denn? So. Oh, ich könnte hier Herz farmen. Aber hier komme ich so schnell zurück. Wäre eine Herzensverschwendung, also. Ey, du! Ab einmal. Alter! Ich hab Blut, wo ist die Leiche?
vielleicht runtergeplumpst. Brauchen wir noch gereinigtes Wasser? Nicht weh. So, gucken wir mal da hoch. Sag mal, wie nicht los für ein Freudenhaus? Ah, aber das wird es sein. Noch mehr Leute. Pagode der unendlichen. Das klingt echt danach. Hey! Ich bin hier gerade im Menü. Ach, Antilotenkopftrophäe brauchen wir nicht mitnehmen. Wir haben so viele Antilopen. Oh, Miezekatzen. Das sind ganz viele Leute, die jetzt kommen. Der lemurianische Rüstungsmacher wäre natürlich durchaus interessant, weil die so Sondersachen machen können. Hm. Aber wie willst du, dann müssten wir ja den nach Hause bringen, oder? Ja, da bräuchten wir wahrscheinlich hier noch irgendwo ein Sklavenrad. Hm. So. Ey, du Big Boss da oben. Yakira, Priesterin von der Keto. Kann mit ihr sprechen oder knüppeln? Erst mal sprechen, weil wir wollen ja was lernen. Weil ich bin immer erst für erst knüppeln und dann sprechen. Der amerikanische Stil. Ja, ich kann das Freudenhaus jetzt bauen. The twin serpents whisper. Oh, Freudenhaus! Call me priestess. Call me Sultana. Call me exalted by the flesh and souls of my people. I sing the lusty hymns to Derketo. I submit to the goddess of pleasure and the queen of the dead, so that all others submit to me. I am the high priestess to the mysteries of Derketo. I perform the sacred obscenities. The haughty priests of Mitra and Set frown down upon my wanton rites. Holy concubine, they call me when I am listening, and cultish whore when they think I am not. Yet one by one, these clerics offer themselves to me willingly. I kiss the jelly right out of their skull sockets, and they scream, and they beg me to do it again. And they see the universe and their gods as they truly are. And they weep black blood when they realize they have but two eyes to give me. Derketo is my goddess. From her throne of horn and bone, she rules over fertility and the underworld. In her right hand, she holds a lotus bloom. In her left hand, she holds the twin serpents, lust and death. There is only lust and death, the little death and the endless sleep. Derketo awakens the goddess in me. Through her, I have teased the savage animal and enslaved the living clay. Through her, I have freed the minds of my people to orgiastic frenzy. Through her, I have made the living beg, the dead moan, and given some skulls more reason than others to breathe. Was liegt hier rum? Gedärme. Oh, eine Miezekatze, eine hässliche. Jo. Kann man die auch hauen? Kannst du, bringt aber nichts. Hm. Gut, dann haben wir das jetzt auch gelernt. Also so lustmäßig sieht das hier gar nicht aus. Nee, für mich nämlich auch. Naja. Wohin gehst du? Nee, das ist keine Form.
Ich weiß nicht, jetzt können wir ja quasi... Männer, warum sind hier so ähnlich? Oh, das sind auch Menschen. Oh, nehmen wir die nochmal mit. Okay. Waren das nicht zwei? So wie es klingt, ja. Boah, der liegt jetzt hier. Ja, schöne Aussicht, ne? Ja, finde ich auch. Gerade da hinten, da ist auch wieder ein versunkenes Schiff. Ich kann ja da mal gehen und gucken. Ich bin so... Würde mich am liebsten ein bisschen erleichtern. Dann müssten wir erst zurück nach zum Kartenraum gehen. Nee, gehen wir runter. Oder springen. Hier ist ein Baum, das sieht ja gerade aus. Den nehme ich jetzt. Ja. Falsche Tasse. Oh, ho, ho. Ganz unten nimmt er nochmal. Ich dachte, er will ja schon nicht mehr das anfassen, den Baum. Aber ganz unten, kurz vorm Aufschlagen. Wie ein Baum. Hat er den nochmal angefasst? Du bist nach links. Aber, ja, aber da ist irgendwas. Ist das ein Schuhschnabel? Da ist irgendwie so ein heller rosa Fleck. Der zieht mich an. Jetzt ist er weg. War anscheinend Grafik. Aber ich habe vorhin auch, bevor ich runtergegangen bin, was helles, rosanes gesehen. Ja, hier irgendwie, ne? Aber das war anscheinend ein Grafikfehler. Dann gehe ich trotzdem. Oder ein Bug, wenn wir beide... Nee, da hinten, Schuhschnabel. Zwei Schuhschnäbel. Ach, ich weiß, was wir vergessen haben. Was? Atemtränke? Ja. Du hast doch dran gedacht. Nö. Da ist wieder ein Gorilla. Und da gibt's Blubberblasen unter Wasser? Gibt's auch häufiger mal. Aber auch noch keine Truhen, die sind woanders. Ja, hätte ja sein können. Oh, hier liegt noch ein Schiff. Docks von irgendwas haben wir gerade entdeckt. Ich noch nicht. Docks von Xelha. Nö, hier ist aber nichts. Sind Fischis. Hätte schwören können, wir haben die Docks schon mal gesehen, aber... Nee, das war so was Ähnliches, sag ich mal. Was denn? Hallo. Ah! Oh, der ist wütend. Der ist wütend. Ich wollte dem noch gar nichts Böses tun. Er verteidigt die Docks. Der ist ja richtig angriffslustig. Gut, dass er jetzt hier ins Wasser gefolgt ist, dann kann ich reingehen. Hier sind ja überall Gorilla. Ja. Die bewachen die Docks, ne? Haha. Oh. Ja, fein machst du das, kleiner King Kong. Baby-Gorilla. Wir sind ganz schön. Was? Wo ist ein Baby-Gorilla? Nee, hätte ich gern. Wenn so viele hier sind. Nee, ich renne weiter. Ah, ich dachte, das war. Nee. Ah, ich bin verfolgt. Also, ich sehe keinen Baby-Gorilla. Hast du den jetzt getötet? Schade. Schlechteren. Ja. Ich weiß nicht, was hier ist, aber hier ist irgendwie nichts. Ich geh weg. Whee!
es sind nur ganz viele Propellers. Ja, aber sonst nix. Geh hier nochmal lang. Oh, hier sind echt viele Gorillas. Ja, die wohnen hier, darum sind sie so aggressiv. Ich bin extra einmal durchgelaufen, aber ich habe kein Junges gesehen. Schade. Vielleicht finden wir früher oder später noch eins. Ach, da ist der Heinrich ja schon wieder. Ja, ich bin extra rumgerannt. Ja. Wir können ja. Waren wir hier gegenüber auch schon? Ja, ne? Bei den beiden Gebäuden? Nein. Die sehen alle so gleich aus. Mhm. Also von dieser. Vom Stil her. Ja. Das ist halt eine ganze Stadt, ne? Ja. Wo habt ihr eure Babys? Ah, nicht immer so aggro. Geht durchs Fenster. Ups. Ups, das geht hier ein bisschen runter. Egal. Hey! Warum leuchtet das so komisch? Keine Ahnung. Schwarze. Der schwarze Garten. Warum so dunkel? Ah! Oh! Kommen wir gerade nicht hoch. Was? Ist da Säure? Nee, das ist schädliches Gas. Mal gucken, ob die mit Sandsturmmasken. Ah, Sandsturmmasken! Yo! Läuft! Ah, es gibt hier auch Gorilla. Ich sehe hier nichts. So, warte da oben. Gorilla, was ist das hier? Schwarze Lotusblüte ernten. Solltest du mal machen, ist ein Reisejournal. Oh, warte, ich habe eine Sichel. Ich habe eine Sichel. Ich habe jetzt schon. Hier ist noch einer. Wo ich stehe. Zwei sogar. Nee, die da. Ja, und die hier. Hier ist auch noch was. Hier geht's wieder raus. Haben wir noch mehr hier? Witz, ja. Hm. Ich will hier gerade erstmal ein paar Schwarzlotusblüten ernten, wenn ich schon mal hier bin. Oh, Samen habe ich ja auch. Yeah. Hier ist noch bei mir. Hier. Heinrich leuchtet. Da hinten. Ich weiß zwar noch nicht, was man damit machen kann, aber ich will. Ja, wir haben es jetzt zum ersten Mal gefunden. Es wird eigentlich gut bewacht. Ja. Ah, hier hinten ist noch eins. Irgendwo war doch auch so ein Aufgang, wo oben ein Feuerchen war. Ach, da gegenüber. Ja, ich guck mal wegen Lotus oder Babys. Oh, da ist ein Gorilla. Na, na gut. Oh, das ist ein Gorilla, ein Dunkel. Okay. Jetzt tut es mir leid. Da hinten ist noch einer. Ich hab's ja echt versucht, ne? Aber jetzt ist. Habt ihr davon? Wo sind eure Babys? So, gucken wir mal hier hoch. Was gibt es hier? Ist auf jeden Fall ein. Lagerfeuer. Gibt es was an diesem Lagerfeuer? Auf jeden Fall hat mich wieder ein Gorilla genervt. Sehen. Hier ist ein Fenster. Ach nee, so ein mutierter. So ein mutierter Affe hier. Wer hat das Feuer gemacht? Macht sich denn nicht von sonst alleine? Ist hier nichts? Nee, auf der anderen Seite ist ein Fenster oder Tür. Aber sonst ist hier nichts. Ja.
Schade, ich dachte, das war so schön hell erleuchtet. Kommt man hier hin? Hier kommt man auch wieder raus, ne? Ach, hier ist noch Schwarzlotus. Da hinten leuchtet auch irgendwas. Renn mal nicht zu weit weg. Warte, ich komme mal wieder hoch. So. Oh, du grünes Kackvieh. Okay. Wo leuchtet das? Da, gegenüber. Na, da doch mal hin, wenn da schon was leuchtet. Achso, das ist nur eine Kerze. Das ist noch ein Feuer. Like the Cobra Hexers, my bike is dead. Send will find me cunning. Ah, großer Gorilla. Was haben wir denn? Freibeuteholz, beiden rechts. Es tut mir leid, Gorillachen. Ich habe ein Holzbein gefunden. Doch, Spuren verwischen. Ich habe ein Holzbein gefunden. Ein Holzbein? Ja, ein Holzbein. Wo hast du denn das her, in dieser Truhe? Ja. Das ist Mist. Gibt's jetzt hier, gibt's jetzt hier ein Q-Level oder was? Guck mich an! Holz? Meine... Ich habe ein Holzbein. Ach, da hast du ein Holzbein. Ach so. Ja, sieht doch nett aus. Aber das hat nur Rüstungswert 3, also. Ja, ich musste jetzt an Diablo denken. Bei Diablo 2 konntest du mit dem Holzbein, dann musstest du zu den Schwarzhändler gehen oder was das da war. Und dann hast du dadurch das Q-Level eröffnet. Stimmt, ja, ich erinnere mich. Das Q-Level, das war echt fies. Ja, aber es gab gute Items. Die Kühe waren echt brutal. Waren Killerkühe. Ja, ich glaube, da können wir direkt den Heimweg da lang antreten. Geradezu? Würde ich machen. Ja. Hinter uns. Ist ja ein Sack. Echt, ey. So. Aber wir müssen irgendwie höher kommen. Wie Sie sehen, sehen Sie eine Wand. Verdammt, aber links geht's noch weiter. Oh. Ah, geradezu geht's höher. Yay, ich bin eine Stufe aufgestiegen. Hallo Heinrich. Ja, dann lass uns weiter. Links oder rechts? Wir müssen irgendwie nach da oben. Da oben ist nämlich unser Karte. Ja, dann rechts. Ah, rechts war gut. Ah, wirklich. Aber ich habe gerade überlegt, man könnte schon fast hier irgendwo ein Dings hinbauen, einen Fahrstuhl. Oh, ja, hätte der Fahrstuhl mal einen Sinn. Ja. Aber nicht noch zu Hause irgendwie ein oder zwei? Ich glaube, der ist noch in der alten Basis. Oh nee, dann bauen wir lieber einen. Gut, wir gehen jetzt zurück und dann würde ich erstmal einen Break machen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch mal ein Däumchen da, wäre ein Träumchen. Und für die, die es noch nicht getan haben, ein Baby! Oh. Ach, hier ist es ein Panther-Baby, haben wir schon. Achso. Aber es beschreit ein Baby! Ja, das sind so die väterlichen Reflexe. Ja, und vielleicht sollten wir uns hier ein paar Jungs mal hinstellen, die hier waren. Ja. Gut. Dann haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.